Wahnsinn, wie wir zurückgekommen sind. Ja, wir sind gut eigentlich ins Spiel gekommen, die erste Halbzeit. Haben dann ein unglückliches Gegentor bekommen, was eigentlich so nicht fallen darf, ja, aus dem Eckball. Hat uns kurz geschockt, die ersten Minuten. Aber wie wir dann zurückgekommen sind, das war Wahnsinn, ja, wie wir an uns geglaubt haben und weiter gekämpft haben. Schon. Ich glaube, dass nach 1-0 Rückstand, wenn wir 5-6 Minuten vor Schluss das 2-1 machen, gibt es nichts Schöneres. Ich glaube, wir hatten hier noch eine Rechnung offen, gerade im letzten Jahr, wo wir hier 3-0 verloren haben und hier sozusagen den Aufstieg verspielt haben. Wollten wir hier nicht wieder mit einer Niederlage wegfahren. Und das Team hatte von Anfang an, von der ersten Minute an, das Gefühl, dass hier heute was zu holen ist. Und daran haben wir bis zum Ende geglaubt. Und deswegen freut es uns umso mehr, dass wir uns heute belohnt haben für den Aufwand, den wir betrieben haben. Ja gut, sagen wir mal so. Ich freue mich natürlich über richtige Entscheidungen, die man ja immer im Nachhinein erst weiß. Man muss ja Entscheidungen treffen im Vorfeld und ich treffe die Entscheidung aus Überzeugung. Und es hat ja auch lange gedauert. Also Herr Gesell hätte den Ball ja viel früher über die Linie drücken können, Krone auch. Dann wäre das Ding vielleicht 4-5-1 ausgegangen. Aber die Jungs haben spannend gemacht. Sie brauchten schon ein bisschen Anlaufphase. Und deswegen freut es mich, dass sie dann am Ende nicht nachgelassen haben, diese Moral auch bewiesen haben, diese vielleicht Enttäuschung hinzunehmen und dann bis zum Schluss auf Sieg zu gehen. Und das ist eigentlich das Positive, das freut mich. Und man hat ja dann am Torjubel und an dem Fanjubel gesehen, welcher Ruck dann durch die Truppe und durch Preußen Münster gegangen ist. Wir haben nach meiner Meinung viel lang gespielt und ja, nicht immer den zweiten Ball bekommen und ja, so schwer nach vorne gespielt. Und ja, nach das 1-0 haben wir natürlich ein bisschen nach vorne gepresst und versuchen ja, alles anzulaufen vorne. Und ja, Sofian hat das 1-1 super gemacht. Ja, und wir haben weiter daran geglaubt und ja, zum Glück das 2-1 gemacht. Ja, ich habe mitten im Sprint einen Tritt in den Oberschenkel bekommen und das hat sich dann zugezogen. Aber es ging halt mit der Zeit immer besser. Ich denke mal, wenn ich jetzt wieder runtergefahren bin mit dem Adrenalin, dann werde ich die Schmerzen wieder merken. Aber so konnte ich durchspielen und haben das Spiel 2-1 gewonnen und alles andere zählt jetzt in einem Nachhinein nicht mehr.